Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Sollen wir mit der Wahrheit rausrücken? Erspar mir die Standpauke. Nein, wir nehmen alles auf unsere Kappe. Meine. Lügen ist dir nicht immer so leicht gefallen. Wenn du damit... Was ich sagen wollte, es ist lieb, dass du sie beschützt. Und es war richtig, dass du mit ihr gegangen bist. Nicht sauer? Was machst du hier? Du bist nicht sauer? Wie kommt's? Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Ah. Wow. Was ist wegen der Loge? Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Was machst du denn hier? Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Aha. Und wer ist es? Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Verdammt, jetzt haut er auch noch ab. Schnapp ihn dir lieber. Okay, okay, bin schon unterwegs. Regen aus. Wie konnte der denn bitte flüchten? Diese Menschen werden jeden Tag wilder. Bleib hier! Pass auf, wo du hingehst, ja? Bleib stehen, verdammt! Oh, muss ich dich umschmeißen? Verdammt, er ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Allerdings. Komm, beeil dich. Wirst du wohl stehen bleiben? Kommt hoch, ich hab euch. Ihr geht nirgends mehr hin. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut, aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann leb dein Leben weiter. Was ist mit den Wachen?
Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. Den Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wie bist du entkommen? Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Ah, okay. Wie hast du denn deinen Tod vorgetäuscht? Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Ja, aber das Glück war zu deinem Gunsten und du bist entkommen. Können wir durch die Kanalisation rein? Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Gut, danke für deine Hilfe. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. So, und jetzt? Interessant, was er über die Wachen gesagt hat, oder? Hexenjäger. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Okay. Alles klar, dann reden wir noch mit Zoltan und dann ab nach Ochsenfurt. Rüpel! Aber, Madame, du verstehst? So. Ah, wir nehmen die Hinter aus. So. Dann schwätzen wir mal kurz mit Zoltan. Der sorgt für die Gastwirtschaft. Ich wollte gerade die Wäsche aufhängen. Vorsicht! Oh. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ja, natürlich. Wunderbar. Ich räume auf mit dem Abschaum in der Stadt, deswegen. Oh. Ein Scheiterhaufen. Der erwartet dich. Nee, mich ganz sicher nicht. Sonst erwarten sie nämlich die Klinge. So, Zoltan! Steckt der Zwerg schon wieder. Ziehst du weiter? Oder bleibst Zoltan? Zoltan? Geralt? Ich brauche deine Hilfe, um Margarita zu befreien. Margarita wird in Deiriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu ihr.
Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Gut. Bis dann. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Alles klar. Das mit dem Wein hat wohl nicht geklappt. Also gut, machen wir uns auf nach Oxford. Entschuldigung. Wir treffen noch hier. Mehr Treibgut aus dem Meer. Ah. Auf geht's nach Ochsenfurt. Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Was? Tut mir leid. Mach ich nicht. Radovid ist tot. Was wollen sie mir eigentlich antun? Aber die 50 Kronen tun nicht weh. Ich lass mich nicht einschüchtern. Von mir kriegst du keinen Körper. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Könnt ihr gerne versuchen. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Und du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Pass doch auf. Erpresser. So sieht's aus. Lang lebe Radovid. Radovid ist tot. Aber das haben die noch immer nicht mitgekriegt, so wie es aussieht. Gut, wir sind in Ochsenfurt. Pass doch auf. Geralt. Hey, Yennefer. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon allein klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Alles klar. Dann los. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ja. Links oder rechts? Schon ein bisschen verdächtig. Da, der Brunnen. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Okay. Ich dachte, du kommst mit mir. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Das nasse Kleider. Welch eine Freude. Ja. Und rein da. Super. Ich orte hier ein paar Kisten. Die kann ich natürlich noch durchsuchen, bevor ich mich weiter aufmache, die Ruine zu erkunden. Oh, ein Rezept. Sehr schön. Vitorol. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es hört sich gut an. Ein Schwert und eine Rüstung, wo wir wieder verkaufen können. Okay. Magere Ausbeute. Aber egal.
schauen wir mal. Zwei Wege. Dann nehmen wir erstmal den hier. Ich orte einen Herzschlag. Ein Gruftweib. Ah, na Kleine, warum hast du dich denn hier rein verirrt? Du Miststück, bleib bloß liegen! Gib mir deine Innereien, das kann ich gut gebrauchen. Hm. Ah, schau an, was haben wir denn da? Der Mechanismus ist kaputt, da fehlt ein Stück. Ob es sich ersetzen lässt? Verdammt. Sollten wir das fehlende Teil irgendwie suchen? Ein Stock oder sowas? Ah, schau an. Scheint so, als müssten wir schwimmen. Ha! Komm schon. Das Wasser ist doch tief genug. Wolltet ihr mich zwar überraschen, aber habt ihr nicht so gut geschafft. Nun leg dich hin. Und du stirb. Und du bleib bloß liegen. So sieht's aus. Ihr solltet euch nicht mit mir anlegen. Hm. Da. Ein Schalter. Könnte ich vielleicht diesen Schalter austauschen mit dem anderen? Das könnte noch nützlich sein. Ah, sehr gut. Mal schauen, vielleicht ist hier oben noch irgendetwas. Oh, eine Kiste. Immer her damit. Auch da unten ist noch was. Ja. Oder? Nein. Und hier oben? Okay. Dann wieder runter. Gut. Und jetzt? Wieder zurück, ja? Moment. Was ist das? Gebeine eines Menschen. Ah, Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Hm. Hier hat er nichts Interessantes gefunden, außer den Tod durch dieses Gruftweib wahrscheinlich. So. Das müsste passen. Und? Sesam, öffne dich. Sehr gut. Hm. Da tritt die Kanalisation. Welche Richtung nur? Vielleicht finde ich hier noch etwas Interessantes. Aha. Eine Leiche und eine Schnellreise. Ach so. Das ist nur eine Puppe gewesen. Na super. Aber hier ist noch eine Kiste. Schnellreise ist über mir. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg in die Kanalisation. Da. Die Mauer. Die Wand sieht brüchig aus. Verdammt. Ich orte Monster. Mal schauen, was hinter dieser Tor ist. Verdammt! Ich brauche Igni.
Komm schon her! Wie gefällt euch das? Nicht so gut, hä? Huh? Ja. Stirb! Geh mir aus dem Weg! Sehr schön. Toll. Ich habe diesen Bug wieder. Ja, toll. Junge, wie viele Leichen. Deswegen auch die Ghule. Verbrennen wir sie am besten. Ja, gut. Ja, ohne Effekte. Naja, egal. Ah. Hier hoch. Jetzt sind wir in einer Kanalisation. Eine weitere Leiche. Hier werden die Leichen einfach runtergeschmissen vom Gefängnis oder wie. Oh! Ein Hexenjäger. Alarm! Eindringlinge! Hey, hey! Du willst doch nicht hier Alarm schlagen! Mach keinen Scheiß! Au! Verdammt nochmal! Jetzt reicht's aber! Oh oh. Jetzt noch ein Hexenjäger. Okay, ich muss mich erst vorbereiten. Nein, nein, wir nehmen doch. Das geht schon. Und dann überraschen wir den jetzt einfach mit Art. Hey, Kumpel! Leg dich hin! Oh. Hab ich dir dein Kartenspiel ruiniert? Sorry. Gut. Der Leichenkeller. Na gut. Dann gehen wir mal hier raus. Waren das die einzigen Wachen? Na, ich hoffe doch. Okay, den Vorratskeller plündere ich auch mal. Los, hierher! Ja, kommt ruhig her! Dann kannst du dich hinlegen, damit ich dir den Magen durchbohren kann. Missgeburt! Was? Wen nennst du hier eine Missgeburt? Komm her! So! Oh. Ihr seid ja ganz schön flink! Du wirst auf dem Scheiterhaufen brennen! Ja, werde ich das? Glaube ich nicht! Was? Was ist los? Da ist sie. Margarita. Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Zwecklos. Die kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Ich bin gleich zurück. Okay. Dann besuchen wir mal den Wärter im oberen Zimmer. Aber als erstes werden wir hier noch kurz die Waffen von den Leichen auf. Sehr schön. Dann gehen wir nach oben. Der Wärter erwartet uns. Na super. Da draußen sind ganz schön viele Wachen. Okay. Gwen, Igni. Los. Hallo, Freunde! Soll ich euch Feuer unterm Arsch machen? Wow! Ja. Hoch mit den Barrikaden! Ja, komm her! Alle anderen auf ihre Posten! Ja, versuch es! Komm her! Oh, wow, wow, wow! Nicht alle auf einmal! Wow! Verdammt! Okay. Ah. Wie wär's damit? Legt euch hin! Ja! Zappte Schweine! Ja, ich mach euch nieder! Leg dich hin! Oder stirb! Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Mit Schwachköpfen, die nicht mit einem Schwert umgehen können! Na los! Versuch es nochmal! Oder vielleicht so? Ah. Ah. Dreckschweine!
Stirb, Fotzenlecker! Hä? Wie nennst du mich? Vorsicht! Naja, so schlimm ist das auch nicht. Einer Frau gefällt's. Jawoll. Wieder einer weniger. Ah! Verdammte Pfeil- und Bogenpenner. Da! Jetzt komm ich! Bringen wir's zu Ende. Na los, bringen wir's zu Ende! Das waren zwei! Und du folgst gleich! Bye bye! Ganz schön viele! Noch immer! Oh. Du mit deiner Picke gehst mir langsam auf die Nerven! Komm her! Du bist gestolpert, Hexenjäger! Und nun bleib mal immer liegen, Hexenjäger! Verdammt! Oh. Was ist das denn? Ach, der Hauptmann. Aha. Jetzt komm ich. Jo. Verdammt. Pfeil- und Bogenschützen machen mir noch immer die Sorgen schwer hier. Da. Ich will ihn lebendig. Lebendig. Kriegt er mich niemals. Machen wir es schnell. Schneller. Ah, komm her, du kotzt mich jetzt an. Leg dich hin und spür mein Schwert. Das ist nämlich die Erlösung und deine auch. Na, wie lange soll ich noch warten? Ja, komm. Ja. Aua. Ja, daneben. Das war's. Gefängniswärter. Den Schlüssel für Margaritas Zelle. Und hier, ich nehme eure ganzen Schwerter auf. Bögen und Dolche, alles nehme ich mit. Warum trägt fast jeder eine schwarze Puppe? Komisch. Es war ein harter Kampf gegen euch. Viele Gegner, aber ich habe es geschafft. Okay. Wir müssen wieder nach unten. Zu Margarita. Okay. Margarita! Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Söhne in die Finger kriege. Ich helfe gern, wenn ich dann noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Ja, dann mach. Tu dir keinen Zwang an. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht.